Ich kann nicht glauben, wie viel Freude mir dieser Kurs im Wundern und seine Übungen bringen, beziehungsweise wie Gott durch mein Geistestraining und meine Ausrichtung mir einfach was zeigen kann, was mich glücklich macht. Und ich teile was kurz aus meiner persönlichen Geschichte. Der Grund, weshalb ich überhaupt auf die Suche ging nach einem Weg oder nach einem Lebensstil oder nach einer Philosophie oder nach einem spirituellen Weg, war, dass ich als Mitte 20-Jähriger mein BWL-Studium steckte und einfach nur merkte, ich sehe keine Zukunft für mich, ich sehe nichts, was für mich Sinn ergibt und ich habe im Grunde genommen Angst vor Menschen. Und weiß nicht, wie ich hier so richtig klarkommen soll. Also ich habe zwar sehr gut funktioniert, mein Studium hat geklappt und war ein guter Arbeiter, Mitarbeiter in verschiedensten Jobs und Praktika, die ich gemacht habe. Und dennoch wusste ich, irgendwas muss anders sein. Und gerade das BWL-Studium oder die Ausrichtung auf BWL fand ich fand das Bild, was BWL und Wirtschaft mir gezeigt haben, erschreckend und ich wollte nicht in dem Umfeld sein, weil es um Wettbewerb ging, um Ellbogen, um etwas darstellen und ich wusste nicht, woher ich diese Kraft in mir nehmen oder diese Gewissheit in mir nehmen sollte, etwas darzustellen oder die Ellbogen auszufahren für etwas, wo ich nicht dahinter stehen konnte. Einfach weil ich nicht gesehen habe, wie das irgendwem was bringen sollte und wieder der große Gewinn für mich und für alle sein sollte. Und habe mich dann quasi aus diesem Feld auch zurückgezogen, als meine bewusste spirituelle Reise losging und habe die Dinge immer nur quasi nebenher gehabt, die Jobs, die ich dann hatte. Und habe BWL eigentlich gemieden. Und jetzt kommt es, dass mir gezeigt wird, dass Ideen ihre Quelle nicht verlassen. Das heißt, das, was in meinem Geist ist, was Ideen in meinem Geist sind, die kommen wieder und die zeigen sich auch, weil alles neu gedeutet werden muss durch den Heiligen Geist. Und in diese Lektion steigen wir heute auch ein. Oder es wird auch nochmal hier in der Lektion 43 heute gezeigt. Meine Geschichte rund zu machen. Ich habe in den letzten Tagen mich wieder für Dinge aus meinem BWL-Interesse gekümmert und mir Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse angeschaut. Und ich dachte, ah, geh da mal lieber nicht rein, das ist mit dem Kurs irgendwie nicht zu vereinbaren und das macht man irgendwie nicht und so weiter. Es kamen lauter Vorurteile und auch Ängste, alte Angstgedanken hoch, dass es jetzt um was anderes geht. Also wenn ich mich darauf ausrichte, dann falle ich sozusagen von meiner Ausrichtung auf Vergebung ab. Das sind so die Befürchtungen. Und natürlich kann sowas nicht sein, denn die Gedanken des Kurses sind universell anwendbar. Und jede Form ist dem Besten gewidmet. Alles dient dem Besten. Und es brauchte dann quasi nur Neudeutung. Also das, was ich da interessant fand an dem Buch, was ich gelesen habe oder an der Ausrichtung, die ich mir anschaue, für die ich mich interessiere, brauchte einfach nur eine Neudeutung. Und ich habe erfahren, wow, ich bin so froh, dass ich hier reingehe und mir das wirklich angucke und da kein sozusagen so ein spirituelles, moralisches Stoppschild vormache. Und sage, nein, das darfst du nicht mehr, das sollte man nicht tun, sondern nee, reingehen, gucken, was es für mich ist. Und ich habe gemerkt, dass es einfach nur eine gute und notwendige Aufräumaktion in meinem Geist ist und es gar keiner weiteren Handlungen bedarf da drin, aber das volle Reingehen in diese Idee mit dem Heiligen Geist, mir das neu zeigen zu lassen, tatsächlich nicht getrennt von Gott das zu sehen, bringt so eine Beruhigung in mein System, dass ich einfach froh bin und ja, ich bin froh, die Welt komplett neu zu sehen. Und vielleicht hast du es schon gemerkt, diese Podcasts, die
werden immer so um ja, 0:30, 1 Uhr, 1:30, 2 nachts online gestellt, weil ich einfach so viele Dinge habe, die mich interessieren, die ich mir anschaue, an denen ich arbeite. Zum Beispiel im Moment auch das Wunderfestival, was vom 2. bis 6. Juni 2022 in Bimba stattfindet. Und da gab es heute wieder was zu tun in Zusammenarbeit mit Gregor, und es war einfach eine schöne Zusammenarbeit. Es interessiert mich einfach sehr, in dieser Neudeutung das zu erfahren. Und bin einfach nur froh, dass mein Geist die Integration findet, die er sucht, während die Welt neu gesehen wird. Und ich immer mehr davon diesem einen Zweck der Vergebung, des Erwachens tatsächlich widme. Und darin wird jede Begegnung hilfreich, und es gibt keine widersprechenden Elemente in meinem Geist, wenn ich mit der Vergebung gehe. Und ja, dass da einfach nur ein Ausdruck meines Dankes für diese Möglichkeit, die Gott gegeben ist, die von ihm gegeben ist, die Möglichkeit, Vergebung zu erlernen durch diesen unglaublich beschleunigenden Kurs, zu dem du ja gesagt hast und der für dich ist. Danke. Und hier steigen wir direkt ein. Lektion 43. Danke, dass du mir diese Reflexion erlaubt hast. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Denn das Leid und die Konflikterfahrungen kommen nur daher, dass ich versuche, getrennt von ihm zu sehen. Wahrnehmung ist keine Eigenschaft Gottes. Sein ist das Reich der Erkenntnis. Doch hat er den Heiligen Geist als Mittler zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis erschaffen. Ohne dieses Bindeglied zu Gott hätte die Wahrnehmung die Erkenntnis für immer in deinem Geist ersetzt. Okay, danke. Danke Gott, dass du den Heiligen Geist erschaffen hast, der jetzt hier kommuniziert mit uns. In diesem Bindeglied zu Gott wird die Wahrnehmung so verändert und geläutert, dass sie zur Erkenntnis führt. Das ist ihre Funktion, so wie der Heilige Geist sie sieht. Deshalb ist es auch in Wahrheit ihre Funktion. Und praktischerweise hast du überall Wahrnehmung. Das heißt, du kannst alles, was du erfährst ja alles innerhalb von Wahrnehmung, ihm widmen. Alles eignet sich, alle Dinge dienen dem Besten. Denn der Heilige Geist übersetzt es neu. Und in der kleinen Randnotiz, ohne den Glauben an Trennung, ohne den Glauben an diese kleine wahnsinnige Idee, die in den Geist des Gottessohnes getreten ist, was wäre, wenn ich getrennt wäre, hätte Gott den Heiligen Geist nicht erschaffen. Und da alles, was Gott erschafft, ewig ist, ist der Heilige Geist weiterhin da, wenn jeder Trennungsgedanke und Trennungsglaube aufgehoben ist. Das heißt, wir haben einen Freund bekommen. Einfach weil wir einen wahnsinnigen Gedanken gedacht haben, wurde uns ein Kompagnon, ein Freund, ein ewiger Freund in der Schöpfung zur Seite gestellt. Und hier in Raum und Zeit dient er als Bindeglied zu Gott und wird Übersetzer, Neudeuter, Tröster, Kommunikator, innerer Lehrer, Stimme für Gott und so weiter benannt. Und wir kommunizieren gerade in dir, Heiliger Geist. Danke dir. Danke, dass Gott dich erschaffen hat. Danke, dass du hier bist und du einen hervorragenden, perfekten Job machst und wir dir folgen können in dieser Stimme, die du bist. In Gott kannst du nicht sehen. Die Wahrnehmung hat keine Funktion in Gott und existiert nicht. In der Erlösung jedoch, der Aufhebung dessen, was niemals war, hat die Wahrnehmung einen überaus wichtigen Sinn und Zweck. Vom Sohn Gottes zu einem unheiligen Zweck gemacht, muss die Wahrnehmung zum Mittel werden, seine Heiligkeit, seinem Bewusstsein zurückzuerstatten. Wahrnehmung hat keine Bedeutung. Doch der Heilige Geist gibt ihr eine Bedeutung, die jener Gottes sehr nahe ist. Daher erhältst du hier neue Reflexionen. Später heißt es in einer Lektion, Vergebung bietet alles, was ich will, weil die Wahrnehmung die Bedeutung bekommt, die der Heilige Geist ihr gibt. Und diese Bedeutung ist der Bedeutung Gottes sehr nahe. Also du wirst dein eigener Beweis dafür, dass du göttlich bist und dass in dir keine Lücke ist, dass in dir kein Mangel herrscht.
Die geheilte Wahrnehmung wird zum Mittel, durch das der Sohn Gottes seinem Bruder und dadurch sich selbst vergibt. Du kannst getrennt von Gott nicht sehen, weil du nicht von Gott getrennt sein kannst. Was du auch immer tust, tust du in ihm, weil du, was du auch immer denkst, mit seinem Geist denkst. Wenn die Schau wirklich ist, und sie ist in dem Maß wirklich, in dem sie den Sinn und Zweck des Heiligen Geistes mit ihm teilt, dann kannst du getrennt von Gott nicht sehen. Und hier gehen wir in die Anwendung dieser Übung hinein, die zu deinem eigenen Durchlesen gedacht sind. Und Jesus spricht hier von 3 5-minütigen Übungszeiten, die heute erforderlich sind. Und darin wirst du einfach angeleitet, dich zu erinnern, dass Gott deine Quelle ist und du die Dinge, die du im Außen siehst, nicht getrennt von ihm sehen kannst. Und im zweiten Teil der Übung wirst du angeleitet, bezogene Gedanken zu diesem Tagesgedanken aufkommen zu lassen. Gott ist meine Quelle, ich kann getrennt von ihm nicht sehen. Jeder Gedanke von Trennung wird in meinem Geist korrigiert werden und ist schon korrigiert. Und ich gehe jetzt in die gegenwärtige Erfahrung davon. Weil wenn Gott keine Lücke ist und ich nicht getrennt von ihm sehen kann, sehe ich jetzt mit Gott. Egal was es ist, was ich sehe. Und biete ihm meinen Geist der Korrektur und der Neufindung im Licht an. Und was sich hier uns zeigt, ist, dass der Bruder mich auffordert, dich auffordert und dich zu dem Angebot führt, dass du deine Welt tatsächlich, so wie du sie kennst, loslassen kannst, weil sie ersetzt wird durch etwas Besseres. Etwas, was nicht den Konflikt aufzeigt, etwas, was nicht die Auswegslosigkeit oder die Gewissheit des Todes nach sich zieht, sondern die hier zeigt, hey, du bist hier neu geboren, du bist hier aus deiner Erfahrung von Zeit rausgehoben, weil du göttlich bist, weil du nicht ohne Gott sehen kannst, nicht ohne Gott erfahren kannst, nicht ohne Gott leben kannst, nicht ohne Gott denken kannst. So, wo solltest du sein? Wir haben die Frage ein paar Mal gestellt, wenn Gott überall ist, wo solltest du außerhalb von Gott sein, wenn Gott überall ist? Ja, und diese Erfahrung muss sich in dir übersetzen, wo du vielleicht sagen kannst, okay, das ist jetzt Freestyle, das übersteigt mein Verständnis, aber es passiert in mir. Und ich erlaube dem Heiligen Geist mir einfach zu zeigen, dass diese Auferstehung in meinem Geist, dieses Erheben zur Majestät, alle Ebenen meiner Erfahrung mit einbezieht. Es bezieht meine Interessen, es bezieht meine Bedürfnisse, es bezieht meine Emotionen, Energetik, meine Physis mit ein, mein Bewusstsein mit ein und meine Beziehung und Pläne und so weiter. Nicht, weil ich Gott in die Trennung reinhole, sondern weil ich ihm dies übergebe und er mir eine Neudeutung gegenwärtig zurückgibt. Und die Neudeutung ist charakterisiert durch Frieden. Lebendigen Frieden, Gewissheit, Ruhe, zu guter Letzt Ruhe im Geist. Zu guter Letzt die Gewissheit, dass du jetzt endlich loslegst. Endlich mit Frieden loslegst. Und dein Leben auf dich wartet, auf dich gewartet hat. Nicht in Zeit, sondern gegenwärtig als
Hey, du bist unschuldig. Was auch immer geschieht, was auch immer noch kommt in Zeit, was auch immer geschehen ist oder jetzt zu geschehen scheint, du bist unschuldig, weil jeder unschuldig ist. Du triffst nur dich selbst. Ich kann ohne Gott nichts sehen. Das heißt, ich vergebe mir und meinem Bruder. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Ich danke dir für dein Hierherkommen in Ausrichtung auf komplette Neudeutung in deinem Geist. Und das feiern wir. Das feiern wir. Und dazu bist du herzlich, herzlich eingeladen in diesem Moment und auch bei den speziellen Events, die dafür zur Verfügung gestellt werden. Die Jahresgruppe 1, die am 17. Februar beginnt, dient dazu, dass du dich in dieser Neuausrichtung stabilisierst und Erfahrungen davon machst, großzügig Erfahrungen davon machst. Das Wunderfestival dient dazu, dass zu Pfingsten stattfindet, mit verschiedensten Referenten des Kurses und vielen Kursfreunden und Anwendern, und wir einfach merken, hey, in unserer gemeinsamen Verbindung verstärkt sich das Licht in unserer Erfahrung so viel mehr, und es ist so viel Freude da und Witz und Dankbarkeit und Heilung, dass wir einfach nur sagen können, danke, dass wir das machen, danke, dass uns diese Möglichkeit aufgezeigt wird und es darin keinen Stopp gibt. Anders als bei dieser Aufnahme, da drücke ich jetzt auf Stopp und ich sehe dich in diesem Augenblick von Licht Wirklichkeit in einem Augenblick wieder. Danke für dein Dranbleiben, danke für dein Auftauchen.